Hey ihr Menschen, die immer zu 100% bei der Sache sind, willkommen zurück zu Demon's Souls. Den 100%. So, ich habe ja gesagt, wir haben eigentlich noch im Turm von Latria die weiße Weltentendenz-Events. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Ich hole mir aber erst noch hier ein paar Zauber. Ja. Wie genervt er halt einfach mal ist. So, wir holen uns erstmal den Seelenpfeil. Dann holen wir uns noch den Flammenstoß. Warte mal, muss ich gleich mal hier... Ihr wisst ja, ich mach die gleich aus der Liste raus. Seelenpfeil. Flammenstoß. So, dann haben wir noch Dämonenstreich. Tarnumhang. So. Und ich glaube, Wasserschleier holen wir uns auch gleich noch. So, und damit sind nur noch zwei zu kaufen, nämlich Schutz und Waffenverzauberung. Und dann haben wir die Zauber soweit alle, die wir kaufen können. Be careful how you use it. Ja, ich kenne mich aus. Auch wenn ich nicht so schlau bin, ich kenne mich aus. Erstmal schön, dass ihr dabei seid, Leute. Es freut mich jedes Mal, wenn ich in den Kommentaren lese, dass ihr immer noch Bock habt. Auch der 20. Durchlauf, da werdet ihr dabei. Das ist wirklich cool von euch. Danke, danke. So, warte mal. Gotteszorn, Drachendämonenseele. Nee, nicht so gerne. Er hat gar nicht mehr die Billy. Oh doch, er hat die... Warte mal, was fehlt mir eigentlich noch? Heilung und Refugium. Habe ich die schon? Yes, I certain that you must remember. Habe ich die etwa schon, die Zauber? Warte mal, Heilung. Heilung hatte ich ja von Anfang an. Refugium. Ah, okay, doch, dann habe ich die beiden. Dann sind eigentlich noch Seelentarnung übrig und dann auch hier noch die ganzen kaufbaren Sachen. Ja, und dann haben wir alles von Urbane bis halt auf die Sachen mit den Seelen. Cool, cool. So, ich habe ja ein bisschen hier das Schwert benutzt, das Mondlicht-Großschwert. Warte mal, wir benutzen mal noch Stigma. Oha. Alter, ich bin halt einfach mal super, super, super beladen. So, normaler Angriff, also leicht. Boah, ist das langsam. Ja, Ausdauer ist natürlich super langsam, die Regeneration, schwerer Angriff. Macht das Teil jetzt überhaupt für einen Schaden? Ja. Minus, ja gut. Auch wenn ich in zwei Hände nehme, reicht es immer noch nicht, die Stärke. Oh doch, warte. Plus 169. Hat ein B auf Stärke. Ja. So, Rollangriff. Das ist quasi genau wie beim Dragonbone Smasher. Ja, ich würde sagen, das reicht auch. Ich finde das Mondlicht-Großschwert leider nicht so geil, habe ich festgestellt. Das ist sehr langsam in der Angriff. Variation hier. Das waren die leichten. Das ist das Schwere. Naja. So, mit einer Hand ist genauso langsam. Und reiner Magieschaden muss man dazu noch bedenken. Ach man, leider. Aber das Ding, das wiegt so gut wie gar nichts. Das ist eigentlich schon wieder ziemlich gut. Na, mal gucken. Das Ding ist halt, ich wollte jetzt eigentlich auch nicht weiter großartig Willenskraft skillen. Ich habe jetzt halt die Willenskraft genommen, ich dödel. Kann ich nicht rückgängig machen, aber... So, leichter Pfeil. Ich meine, was soll's, oder? So, Generation braucht man nicht. Alles klar. Aber wir gehen erstmal ins Valley. Warte mal, lebe ich eigentlich? Nee, ich habe mich gekillt. Natürlich. Ich habe ja gesagt, wir gehen nochmal ganz kurz zurück ins Valley of Defilement. Warte mal, da werde ich mir vielleicht doch mal den Seuchenschutz mitnehmen. So, Seuchenschutz. Und ich werde... Warte mal, ich habe da jetzt auch einen Platz mehr für Wunder, kann das sein? Ja, ich habe drei. Jetzt können wir nämlich hier... Ja, ist das alles, oder? Ich glaube, dafür brauchen wir das hier, Seuchen, genau. Dafür brauchen wir nämlich das Reinigen. Das eine ist nur für Gift und das Reinigen ist für alles. So. So, gehen wir nochmal zur Zuflucht der Verlorenen. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich auch Selene killen, weil ich muss ja sowieso nochmal im ersten Durchlauf jetzt alles auf die schwarze Weltentendenz bringen. Bah, wie sie aussieht. Iihihi. Ja, und ich bin erkrankt. Ist aber nicht schlimm, das dachte ich mir nämlich schon.
Eieiei, das dauert aber ganz schön lang. Da guckst du dir an, die ekelhaften. Ja. Kann man killen, die Viecher geben auch ein bisschen Seelen. Bist du tot, oder? Die sind so widerlich. Na egal, wie gesagt, wenn ich jetzt sterbe, ist das eigentlich nicht weiter tragisch, aber 2000 Seelen muss ich ja jetzt auch nicht unbedingt verlieren. Schauen wir einfach mal, was hier noch rumliegt. Ich meine, das waren eigentlich nur ein paar Scherben und so weiter. Ein reiner Markstein. Ja gut, das ist nicht ohne. Oh. Ja, ich habe leider viel zu wenig Mana für den ganzen Mist hier. Für den ganzen Bums. Also muss ich jetzt sowieso wieder zurück. So. Und nochmal. Wie gesagt, ich will jetzt nicht in die Brühe und da drin sterben, das ist echt unangenehm. Ich bin so ein Held, ich habe den Ring noch nicht an. Ich bin direkt erkrankt, oder was? Cool. Guck mal, ich komme hier an, bin direkt wieder krank. Das ist ja schneidig. Mach jetzt. Zum Heilen reicht's aber noch. So, jetzt muss ich erstmal wieder hier überall rumhüppen und rumrollen. Hüpfen kann ich ja leider nicht. Warte mal, was macht nochmal Markstein? Ich werde mal ganz kurz vor euch nachsehen. Und zwar Markstein. Kritischer Treffer wird erhöht. Also, ja, Backstab, Repost und so weiter. Also parieren. Dafür aber dann der allgemeine Schaden verringert. Na, kann man mal machen. Oh Mann. Wow, es ist so sinnlos eigentlich. Aber ich glaube, die Echsen haben auch einen ziemlich hohen Magiewiderstand. Matschsteinklumpen. Matschstein ist... Magieeffekt skaliert mit Wille und Lebensregeneration. Aha. Also gar nicht mal so schlecht, wenn man eine Waffe hat, die man jetzt auf Wille skalieren möchte, so wie ich jetzt halt ziemlich viel Wille habe. Reiner Saugstein. Ah, das. Noch mehr Quatsch. Legendärer Held. Das Ding ist halt auch, das staggert ohne Ende, dieses Kropfzeug hier, wenn die mich treffen. Ja, da seht ihr schon. Sind ganz gierig, die kleinen Mistkerle. Nimm es. Ah, ein Augenstein. Ach komm, scheiß auf die 2000 Seelen. Wenn ich jetzt hier reingehe, bin ich nämlich tot. Reiner Quecksilberstein. Schau, wie schnell das geht. Alter, die Ekelhaften. Was hier alles gibt, oder? Quecksilber ist jetzt wieder für Gift. Ja. Komm, wir hauen gleich wieder ab. Ich find's hier so widerlich. Seht ihr mal, der Seuchenring, der bringt halt auch nichts. Ich bin direkt wieder verseucht. So, deswegen werde ich dann auch gleich wieder ins Inventar von Thomas. Ja, wie gesagt, es lohnt sich, die Dinger hier einzusammeln. Und wenn man einen Boss killt... Nee, Quatsch, das war bei den Echsen. Hört nicht auf das, was ich sage. Reiner Saugstein. Wie gesagt, Saugstein ist für Blutung. Quecksilber ist für Gift. Markstein ist für kritische Treffer. Und Mattstein für Wille-Skalierung plus HP-Regeneration. Ziemlich sexy eigentlich, wenn man so überlegt, wenn man alles jetzt mit Wille-Regeneration hat. Na gut, was gibt's denn da eigentlich? Es gibt den Schild, den Holzschild und es gibt den Phosphorescent Pole von Riddell. Und mehr gibt's, glaube ich, auch nicht. Aber ja, zwei Sachen mit Life-Rack. Ich glaube, das sind pro Sekunde 5 jeweils. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, aber jetzt machen wir noch die... Im Turm von Latria, die weißen Events.
Dafür muss ich erstmal in 3-2, weil ich werde trotzdem... Ach, so leid es mir tut, ne? Jetzt habe ich das, aber... Ach, ärgerlich. Warte mal, ich muss mal gucken, was haben wir für die jungfräuliche Seele. Da können wir nämlich... Ach, es ist ärgerlich. Auch da gibt es wieder 4 Dinge für die jungfräuliche Seele von Astraea. Einmal die Todeswolke von Freyk. Von Yuria gibt es die Erleichterung. Ich weiß leider nicht, was das jetzt macht. Wiederbelebung von Urbane. Und ich kann mir für das zerbrochene Schwert... Ach, weißt du, das mache ich jetzt gleich zuerst. Weil das ist eine ziemlich, ziemlich geile Waffe. Ich werde wahrscheinlich dann darauf gehen. Ist jetzt halt alles... Ich bin immer so unentschlossen, aber ich will halt eigentlich alles zeigen. Das ist halt jetzt leider das Problem. Was wollte ich? Das wollte ich, das zerbrochene Schwert. Wo ist denn das? Hier. Zerbrochenes Schwert. Dann noch die jungfräuliche Dämonenseele. Sonst hätte ich nämlich gleich von Anfang an gesagt, hier, ich mache das und das und fertig. Ich werde direkt auf die Waffe skalieren, beziehungsweise auf die Waffe skillen. Ehrlich gesagt habe ich sogar schon überlegt, ob ich vielleicht ein bisschen exploiten soll, wenn ihr wisst, was ich meine. Es gibt da nämlich so einen schönen Trick mit der Goldmünze. Ich weiß nicht, ob es noch geht. Zumindest als ich es letztes Mal probiert habe, ging es. Und es gab bisher, glaube ich, keinen Patch. Man kann nämlich einfach mal sein Glück aufs Unendliche steigern. Indem man einfach mal einen Bug nutzt. Und somit hat man dann mit diesem Schwert, was ich mir jetzt nämlich holen möchte, einfach mal so die Imba-Waffe schlechthin, weil die macht dann pro Schlag 10.000 Schaden ungefähr. Kannst du dir nicht ausdenken. Ist halt einfach super, super krass. Super krank. What be your need? Let it be a blacksmith, then show me your steel. Ach, warte mal, ich muss noch, glaube ich, ein paar Seelen konsumieren. Hier, zerbrochenes Schwert. Blaublüterschwert, da haben wir es. Ich habe keine Seelen. Das Ding ist halt eigentlich voll die Krux, weil das braucht 18, 18, 18, 18. 18 Stärke, 18 Geschick, 18 Intelligenz und 18 Wille. 2 davon habe ich schon. Aber, ich weiß, es wird auch gerne mal so als Noob-Waffe bezeichnet. Ist mir eigentlich relativ egal, weil ich weiß, ich bin kein Noob und ich bin auch kein Noob. Was auch immer. Aber das Ding ist halt einfach... Hey, na. Das Ding ist halt einfach so der Wahnsinn, weil... So, damit habe ich das. Dann werde ich das mal kurz abstreichen hier bei meinen... So. Meine kleine Achievement-Hilfe oder beziehungsweise meine Fortschrittshilfe, die ich mir hier aufgeschrieben habe. So, und jetzt das Blaublüterschwert. Es ist ein Langschwert, hat halt ganz normal die Angriffsmovements von einem Langschwert. Ja, ist klar. Und das Ding, Leute, man sieht es jetzt halt nicht. Das skaliert auf Stärke, auf Magie und Wille. Aber das Ding hat noch eine geheime Skalierung, die man nicht sieht. Nämlich auf Glück. Was ich ja sagte, mit der Goldmünze kann man sein Glück bis ins Unendliche steigern fast. Das ist, glaube ich, auch die einzige Waffe, die mit Glück skaliert im Spiel. Und deswegen ist es halt eigentlich das Nonplusultra. Wenn man den Glitch nutzt oder den Bug. Wie gesagt, ich werde es vielleicht machen. Ich weiß es nicht. Verurteilt mich nicht deswegen. Aber das macht es mir alles einfacher, weil es ist halt immer so... Ja, ich meine, ich kann es ja eh machen, dann kann ich halt auch nicht mehr leveln, das ist das Problem. Überhaupt nicht mehr, deswegen will ich sowieso noch ein paar Level gut machen hier. Ich bin erst 56. Und für die New Game Pluses wird es mit 16 Vitalität ein bisschen schwer. Und auch mit der Rüstung muss ich noch ein bisschen Ausdauer. Aber mal gucken, vielleicht geht es ja auch gar nicht mehr, ne? Auf jeden Fall das Blaublüterschwert, ich zeig's mal ganz kurz. Wie gesagt, Stichangriff mit schwer und... Horizontale Schwünge mit den leichten. Macht so moderaten Schaden, normal, also physisch und magisch. Aber wie gesagt, wenn man dann halt weiß, dass es mit Glück skaliert und das ausnutzt. Ich meine, ich könnte jetzt auch nur Glück skillen. Vielleicht mache ich auch das. Mal sehen. So, aber wie gesagt, erstmal gehen wir jetzt nochmal in den Turm von Latria. Und da müsste jetzt nämlich in der Pure White World Tendency eine Brücke erscheinen bei einem Turm. Muss ich wahrscheinlich jetzt ein ganzes Stück ablaufen, weil ich müsste jetzt rein theoretisch nach links, da wo der Turm ist hier, wo man diese Herzkette zerstört hat. Kann ich halt jetzt leider nicht mehr. Oh ne, warte mal, ich glaube ich muss durch den ganzen Sumpf, oder? Um da wieder den Aufstieg zu machen. Oh Mann. Oh, ich will mal sterben. Danke. Quackserber. Wäre auch cool, wenn ich hier den Rapier bekommen würde. Also diesen...
Ah, schade. Die lassen ja so einen gedrehten, wie heißt der, ich weiß gar nicht, Twisted Rapier heißt der auf Englisch, glaube ich. Ist ein ziemlich netter Degen, sag ich mal. Oder eine Degenwaffe, meine ich. Oder was, ein Langschwert? Stoßschwert? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das Ding hat Blutungsschaden. Auch ganz nett, wenn man es halt auf Blutung anlegt. Ist, glaube ich, auch wieder mehr so ein PvP-Ding, oder? Würde ich jetzt mal behaupten, zumindest. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die schwören hier auf Blutung im PvE, aber... Naja, ich jetzt nicht so wirklich... Hallo. Du bist ein cooler, ne? Du bist richtig cool, habe ich gehört. Da, komm. Auch wieder nicht. Naja, wie gesagt, ich lege es jetzt nicht drauf an, das Ding zu farmen. Gibt wahrscheinlich auch noch so ein, zwei andere Waffen, die ziemlich lohnenswert sind, wenn man die farmt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt keinen Bock auf Farming. Kann nämlich unter Umständen ein bisschen dauern. Ich muss wahrscheinlich sowieso was... Das Problem war ja, ich hab's glaube ich schon mal gesagt, das Schlimmste, was ich machen musste an Achievements auf der PlayStation 3 in Demon's Souls, war nämlich einen puren Klingenstein zu farmen. Den gibt's nur in der schwarzen Weltentendenz im Schrein der Stürme. Von den roten Phantomskeletten. Und auch hier muss ich das leider wieder machen. So ein Ding farmen. Richtig ätzend. Dafür brauche ich dann nämlich... Also den muss ich eintauschen bei der Krähe. Und dann bekomme ich dafür einen Ring, den man, glaube ich, sonst nicht bekommt. Ich muss mir nochmal nachschauen, ob es nur damit geht. Aber ist halt... Boah, ich freue mich jetzt schon wieder so gar nicht drauf. Es ist richtig undankbar, so ein Ding zu farmen. Oder warte mal, war das hier vielleicht schon? Weil hier ist jetzt auch schon so ein Steg auf. Der ist auch nur in der Pure White übrigens, so ein Steg. Eigentlich ist nämlich hier alles weggebrochen. Das müsste jetzt schon das sein, wahrscheinlich, mit dem Schlüssel. Ja, weil ich war in dem Spieldurchlauf definitiv noch nicht hier oben. Ich hab grad so ein bisschen Drehwurm. Hoffnungskeller. Hoffnungskerker, Zellschlüssel. E2W. So, und damit gehen wir jetzt nämlich erst nochmal zurück zum Nexus. Das ist so schön, wenn ich endlich mal irgendwie so das Gefühl habe, ich habe einen Plan, dass ich irgendwas hier richtig mache und nicht einfach so drauf losspiele. Schön. Ihr glaubt's nicht. So, jetzt muss ich nämlich wieder hier hin. So. Und dann muss ich jetzt erstmal... Jetzt muss ich leider erstmal schauen, wo ich da genau hin muss. Hoffnungskerker, wo sind wir denn? Ich weiß nicht, wo wir gerade sind. Aber ich muss in den W-Flügel. Und in die 2. Weg mit dir. Oh, ich habe immer noch das helle Schema drin, merke ich, glaube ich, gerade. Stört euch das oder ist es nicht so wichtig? So, visueller Stil war das. Na, ist jetzt nicht so schlimm, finde ich, oder? Was haben wir hier? West E4. Ich muss auf jeden Fall in die 2. Das heißt, ich muss runter. Ah, ein Schlag, du Penner. Ja. Frisches Gewürz, altes Gewürz, ist mir alles egal. So, Ost E4. Ich bin auf jeden Fall falsch. Das ist wieder meine liebe Adlige. Lass mal kurz gucken. Die ganzen Verrückten da, lass mich mal bitte auch in Ruhe. Lass mich nämlich gerade ein bisschen hier eruieren. Ich glaube, hier bin ich gar nicht falsch, oder? Jetzt sind wir nämlich in 3. Da ist Freak. Da ist 2. Und jetzt sind wir im Westflügel 2. Hier. Aber ich bin jetzt eins zu weit unten.
Stirb. Wie gut, dass die immer gewillt zu droppen. Da muss ich mir gar keine kaufen. Also da könnte man jetzt auch wieder sagen, Farm lohnt. Aber ich bin halt jetzt echt kein Farm-Freund. So, ich hab keinen Bock drauf. West E2, da sind wir doch. Und hier ist Riedel. Ah, den haben wir jetzt befreit, nämlich. Und? Why? Thank you. Thank you, kind soul. Please, take this fine piece of work. I have no use for it now. And thus begins my final, eternal rest. And thus begins okay. My final, eternal rest. Ja, den Ring der einfältigen Ratte, den werde ich gleich mal abstreichen. Auf Englisch heißt er Dull Rat's Ring. Der lässt uns nämlich weniger Schaden erleiden ab einer gewissen HP-Grenze. Ja, erhöht Verteidigung bei 30% oder weniger TP. Send mal ins Lager. Eigentlich kann ich Riedel jetzt auch töten. Weil das gibt dann wieder eine negative Weltentendenz. Warte mal, kann ich die jetzt alle hier öffnen eigentlich? Kann ich sowieso. Warum habe ich das nicht gemacht beim ersten Mal? Und ich kann jetzt noch in 2F Ost und die Tür öffnen. So, warte mal, da muss ich jetzt einfach wieder rüberlaufen. Und da ist jetzt, glaube ich, halt auch noch was Neues in der weißen Weltentendenz. Ja, warte mal, da muss ich jetzt aber, glaube ich, hier... Huch. Da muss ich hier runter. Und dann hier rüber. Eine Blobbel vorbei. Hier geht's ja auch nochmal rauf. So. Wie gesagt, ich meine, das ist jetzt in der Pure White auch noch hier neu. Mehr oder weniger. Ah, seht ihr? Die ging vorher auch nicht auf die Tür. Cool. Und was haben wir hier? Wahrscheinlich nur ein paar Items. Hier fehlen mir Augenstein. Die brauche ich halt leider auch alle. Nur dafür, dass ich mir die Weltentendenz wieder versaue. Was? Scheint verschlossen zu sein. Ja, okay. Ja. Königslotte. Ich meine eigentlich, die waren nicht zugänglich. Ich habe keinen Plan. Vielleicht habe ich mich da auch getäuscht. Wir sind aber eine ganze Menge von diesen Lichtviechern. Hallo, kannst du mal... Hoffnungskerker Ost E2. Warte mal, ich habe mir aufgeschrieben... Turm von Latria, Ost 2F kann geöffnet werden. Aha. Da sind hier irgendwo noch die Schlüssel dazu. Ah, da sind sie doch. Legendärer Held. Ich meine... Wie gesagt, ihr könnt mich korrigieren. Ihr könnt mich einfach darauf hinweisen. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt... Ist das jetzt Pure White Tendency Kram hier? Oder ist das alles normal? Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so im Kopf gerade. Ich kann mich sogar nicht mehr daran erinnern, dass ich das im Original gemacht habe.
um ehrlich zu sein, alles Quecksilberstein Klompen, die besten Klompen. Klümpken. Ja, auf jeden Fall kann ich jetzt jede Tür öffnen, warum nicht, ne? Oh, Schurke. Schurkenzeug. Nee, das kriege ich doch hier nochmal im Run, oder? Wenn ich jetzt nicht Pure White bin. Was weiß ich, schreib's mir wie gesagt in die Comments. Ihr wisst Bescheid, ich wahrscheinlich jetzt gerade nicht. Nicht so wichtig. Ja, der wollte nochmal ein bisschen... Echt schon krass, wenn man überlegt, dass die hier komplett allein gelassen wurden. Da hat sich halt jemand einen Dreck um die Leute geschert hier. Um die Gefangenen. Andererseits als Untote, also als... Ne? Ne, warte, das war in Dark Souls. Ist es ja auch so, dass man untot ist? Wenn man verseucht ist? Von diesem Seelendurst? Ja, dann hast du eh keinen Hunger und Durst mehr. Dann siehst du halt ewig vor dich hin. Gut, ne, das war's dann, glaube ich, hier. Alles klar. Riedel haben wir befreit. Ich glaube, ich werde ihn noch ganz schnell töten. Auch wenn es fies ist, aber... Das pusht mich auf jeden Fall gleich richtig gut Richtung negative Weltentendenz. Subjektiv negativ, versteht sich. Ich meine, ist eine Ansichtssache. Hätte ich eigentlich auch gleich mit Selene machen können. Weil, habe ich glaube ich nicht gesagt, aber sie droppt ihre Rüstung zum Beispiel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie es nur als schwarzes Phantom droppt oder auch als weißes. Ist er noch da? Kacke, natürlich ist er weg. Bin ich hier? Ja, West E2. Schön, das war Riedel. Jetzt ist er weg. Ach Mann. Aber Hauptsache, wir haben den Ring. Mehr wollte ich ja nicht. Dann wird Selene wohl auch weg sein. Gut. Aber ich bin zufrieden. Wie gesagt, wir haben den Ring. Das, was ich wollte. Wir haben das Weiße Welten-Event. Wir haben da auch schon... Die Münze, ja, habe ich. Und dann müssen wir jetzt eigentlich nur Pure Black machen. Das mache ich aber alles zum Schluss. Wenn ich kurz vorm Ende bin halt. Ich überlege gerade wo, weil man muss ja im Prinzip eigentlich nur die ganzen Bosse. Vielleicht mache ich den Storm King dann in Pure Black oder so. Weil er Land in Pure Black muss jetzt nicht unbedingt sein. So. Müssen wir überlegen. So, Keramikmünzen, ja. Ja, Boletaria gibt es halt wirklich im Pure White drei Münzen in der Fractured Welt. Hm. Die Goldmünze bei Sparkly muss ich noch abgeben. Dann kriege ich den Ring der ungleichen Waagschalen übrigens. Ich muss König Doran, oh Gott, ich muss doch so viel machen. Meine Güte, also der erste Durchlauf ist der krasseste. Ich weiß gar nicht, beim zweiten werde ich das vielleicht auch ein bisschen mehr zusammenschneiden, einfach. Ja. Ich kaufe mir noch ein paar Pfeile, was soll's. Ja, und reparieren natürlich. Meine Sachen haben so ein bisschen gelitten. Ja. Komm, was soll der Geiz? Ich kaufe mir alle. So, und eigentlich wäre es, glaube ich, ganz clever, wenn ich den blöden, dummen Kackschrein der Stürme mache. Das Problem ist halt diese dummen Skelette wieder mal, ne? Ah, komm. Ich mache weiter beim Schrein der Stürme. Den muss ich ja immerhin auch noch auf Pure White bekommen. Sollte aber eigentlich gar nicht mal so das Problem sein. Ah, wie gesagt, ich hab schon gar keinen Bock auf dieses Gefarme wieder, ne? Für den Pure Bladestone. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zuwider. Achso, ich zeige euch mal ganz schnell, wie ihr übrigens sehr, sehr schnell an Seelen kommt. Wenn ihr den Ring habt, den Ring der Gunst, einfach hier reinlaufen. Oh, am besten nicht runterfallen. Und dann einfach den Typen abschießen. Zurück zum Nexus. Easy. Es gibt jedes Mal so um die 6.000, 7.000 Seelen. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt halt die Handgelenke an. Boah, ich habe den Ring nicht angehabt. Ja. Ihr seht, super einfach Seelen tanken. Na komm.
so der Arsch. Feuer geht das. Und tschüss. Ah, du Penner, Mann. So. Die hier, Leute, die in der Pure Black sind das aller Schlimmste, sage ich euch. Das ist echt... Boah, ich kann es euch gar nicht sagen, wie schlimm die sind in der Pure Black, die Viecher. So, warte mal. Den Gevatter, irgendwo sehe ich den, glaube ich, hier unten und kann ihn abschießen. Ich bin nicht ganz sicher. Was ist er denn, das Sackgesicht? Die kommen jetzt aber auch nicht hinterher, ne? Nee. Hoffe ich. Kommt ihr? Nein. So, für alle, die hier Probleme haben mit dem Gevatter Tod. Wenn ich ihn jetzt sehen würde. Ich muss mal ganz kurz auf hell stellen. Immer grün. Schön. Hört ihr, die schreien die ganze Zeit, diese Viecher? Ah. Ekelhaft. Warte mal, ich muss halt, komm, ich muss mal ganz kurz die verinnerlichen, wo der Blödmann steht hier unten. Aber man kann ihn halt wirklich von hier oben mit dem Bogen, glaube ich, schon abknallen und dann ist das alles nicht mehr so wild. Nee, ich komme gerade nicht drauf, wo es sein soll. Ja, nicht runterfahren. Okay. Cool. Ich bin einfach mal runtergeglitscht. Ach, Mann. Aber wie gesagt, nochmal ganz kurz für euch die Farming-Runde, dass ihr es alle wisst, wie es geht. Das war ja natürlich Absicht. Eieieiei. So. Ich habe das mal eben gemacht, immer wenn ich jetzt mal eben so schnell ein Level-Up brauchte. So, und zwar einfach hier hinstellen. Anlegen. Und das war's. Und dann einfach mit Kukubium bin ich zurück in den Nexus. Da seht ihr mal, zack, 5000 Seelen einfach so. Das waren halt, gerade hier mit den Ladezeiten geht das echt super, super schnell. Also früher auf PlayStation 3 war das natürlich echt eine langere Sache. Bogen ist gar nicht mal so schlecht, muss ich mal wieder bestätigen. Das ist hier so gefährlich. Tschüss. Freut mich übrigens, warum die das nicht die ganze Zeit machen, da runterrollen. Man kann es halt auch nicht wirklich triggern. Die müssen halt wirklich genau auf den Abgrund zu rollen. Die können nicht einfach mal so an der Kante. Keine Ahnung. Upsala. Hätte mich schon töten. Also der Pure Black hätte mich getötet, definitiv. Weil so ihr sagt. Steht er denn, dieser Arsch? Also dort ist ja schon der Bossraum vom Held. Ach, ernsthaft? Okay, Leute, ich werde mich mal ganz kurz zur Schneckenhöhle durchkämpfen, sonst wird mir das hier zu frustig. Nerv. Danke fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns wieder zu Demon's Souls. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.